Wie wird man ein erfolgreicher Radsportler? Wo beginnt die Karriere? Ja, die beginnt mit dem Rennrad, wenn man Rennfahrer werden will. Aber ich wollte nie Rennfahrer werden. Ich wollte nur ein Rennrad besitzen. Und eines Tages kommt ein Schulfreund mit einem roten Rad auf dem Schulhof und ich war sofort verliebt in dem Fahrrad. Ein rotes Rennrad. Einmalig, der ganze Chrom und so weiter. Ja, was kostet das? Ja, das weiß ich nicht, das gehört meinem Bruder und so weiter. Und dann hieß es denn später, du kannst das kaufen, das kostet 60 D-Mark. Ja, wer hatte 60 D-Mark nach dem Krieg? Wir waren arm, wir hatten 4 Kinder und so. Und dann musste ich betteln, meine Mutter, mein Vater. Und dann hatten wir das Geld endlich zusammen und ich hatte mein schönes Fahrrad. Das liebte ich und ich fuhr jeden Tag meine Runde nach Moers hin, her. Und es gefiel mir und ich habe gedacht, Mensch, das kannst du doch so toll. Aber ich wusste nicht, dass ich ein Talent bin. Und der Tag X kommt, als eine große Radfahrerkolonne, die jeden Sonntag von Friedrichsplatz Richtung Moers fuhren, um zu trainieren. Da habe ich mich angeschlossen. Aber ich schämte mich, weil ich keine Rennkleidung hatte. Nicht? Und dann bin ich im Abstand so von 100 Meter oder 50 immer dahinter gefahren. Und die fuhren immer schneller, schneller. Und ich konnte mithalten. Und dann kommt einer aus diesem Feld zu mir und sagt, wie, du kannst mithalten? Wie alt bist du eigentlich? Ich sage, ich bin 12. Ja, das kann doch nicht wahr sein. Ich bin 18 und du fährst mit uns. Du bist ein Talent. Ja, ich sage, Talent, wieso? Ich will kein Rennfahrer mehr. Doch, du gehst zu meinem Vater und dann kommst du im Verein und dann schauen wir mal. Und ich habe es gemacht, der hieß Mertens. Günther Mertens, der hat mich entdeckt, wenn man so will. Dann bin ich im Verein und ein halbes Jahr später fuhr ich denn die Vereinsmeisterschaft und das war mein erstes offizielles Rennen. Und ich kriegte eine Gutschrift über 2 Kilometer, weil die älter waren. Und die haben mich nicht überrundet auf den 2 Kilometern, sondern ich habe gewonnen. Und dann stand groß in der Zeitung zum ersten Mal, Kleskes wurde Sieger. Und ganz unten stand, bemerkenswert ist das Alter des Siegers. Er wird erst 13 Jahre. Nicht? Und das war so ergreifend, dass selbst mein Lehrer dreimal hochrief, weil ich gewonnen hatte. Ja, und dann ging es weiter für mich. Haben Sie das verfolgt? Es gab ja vorher noch ein Tauziehen zwischen beiden deutschen Staaten. Treten die nun noch mal gemeinsam an bei der Olympiade oder einzeln? Dann kam ja die Entscheidung vom IOC, die müssen noch mal gemeinsam antreten. Also als junger Rennfahrer, dann ist ja klar, das Ziel ist Tokio. Und was dazwischen lag, das weiß ich nicht mehr. Also wir wussten nur, dass wir gewinnen müssen und zweimal siegen über die DDR, um die Fahrkarte nach Tokio zu bekommen. Die Vorbereitungen waren ganz groß. Wir mussten alle Disziplinen, wer kann das, wer kann das. Und dann wurde ich ausgewählt für 1000 Meter. 4000 war sowieso klar, ich war der Kapitän. Und den 4000 Einerverfolgen soll ich denn auch noch, dass wir ja den Platz auch noch kriegen. Und das habe ich dann gemacht. Und dann ist Berliner, der Lothar Spiegelberg, der hat mich dann, ich konnte ja nie alles fahren in Tokio, ne? Aber wir hatten alle 3 Fahrkarten. Und noch im Sprint mit Fugauer, das war die 4. Und dann noch das Tandem. Das haben wir auch noch gewonnen. Sodass wir alle Fahrkarten im Bahnbereich hatten. Vielleicht nochmal zu den Wettkämpfen, den Ausscheidungswettkämpfen selber. Ja, das war ja auch ein bisschen knapp dann. Das war sehr knapp mit dem 4er, das andere nicht. Das war alles, alle Disziplinen, 1000 Meter und Sprint und Tandem, das war ganz souverän. Auch das Einzelverfolgung habe ich Bestzeiten gefahren. Wir waren uns zu sicher. Wir waren auch gerade Weltmeister geworden und ach, uns kann keiner schlagen. Aber da haben wir einen auf den Deckel bekommen in Leipzig. Einwandfrei, wir haben verloren, zwar mit einer halben Sekunde nur, aber das sind Welten. Und dann in Köln mussten wir wiederholen. Und ja, dann sind wir natürlich motiviert, schnell gefahren. und dann haben wir auch später erfahren, dass Gießner die Mannschaft verlassen hatte. Aber das war alles so am Rande. Wir hatten ja keinen Kontakt auch mit den Athleten. Wir durften ja nicht mit denen sprechen. Ja, kam keiner zu uns oder sonst was. Es war also eine ganz betrübte Atmosphäre. Schade.